Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Hector. Das ist Hellfire. So. Coole Sache. Ich habe die Öle mal durchgeguckt. Erzähle ich euch, wie die funktionieren, wozu die sind. Oh. Diese Runen, die wir nie nutzen. Vielleicht, wenn die sich hier hinsetzen, dann kannst du das die regenerieren. Aber das wäre so Info, die man haben musste. Also das kann man nicht einfach. So, pass auf. Das hier ist der Damage Potential. Das ist 31 und wenn ich das darüber mache, dann wird es 32. Boom. Damage Potential. 32. Und das hier ist Chance to Hit. So, ich nehme an, das wird jetzt 87. Ne, 88 sogar. 89, cool. So, das Portal ist noch da, weil ich die Treppe benutzt habe, weil ich sehr geistig bin. Boom, give me the money. An die Gangster von damals. Boom. Boom. Ein Schlag nur. Boom. Ui. Ein Leben nehmen. Okay, diese anderen sind viel stärker. Okay, der andere kam angemoonwalkt. Ich musste echt hier raus. Boah. Sorgen. Whoop. So, hier. Ei. In solchen Fällen schlage ich den Stärken, weil ich nehme an, der entnimmt mir mehr Leben als eben die anderen. Und hier hatte ich eine Treppe gesehen, das ist zwar... Nein, wir gehen lieber her. Ich wollte sagen, das ist zwar zum nächsten Level, aber war ich wahrscheinlich hierfür. Sehr gut. Boom. Ja. So, zurück zum Ölen. Und zwar andere davon haben Waffen repariert. Hätte ich das gewusst, hätten wir auch ein bisschen Geld da gespart. Und noch ein anderer. Ne, ich glaube, das sind die alle. Also Waffen reparieren, den maximalen Damage erhöhen. Boah, von den Blauen habe ich sehr viel Respekt jetzt. Ja, also echt, mit den Blauen hätte ich jetzt... Ach, den hätte ich keine Lust. Frage wäre, seit wir jetzt die neue Waffe haben, ne, und Folge ab, upgraded sehen und gepimpt und sowas. Haben wir nicht mehr dieses Schmetterling hier versucht. Vielleicht ist es jetzt besser. Den meine ich nicht, meine den magischen. Genau, so logisch, dass er eine Axt bei hat. Das ist gut, dass hier so eine Art Sackgasse gibt.
Ah, das wollte der Schmied haben. Vielleicht, wenn wir ihn das bringen, dann macht er ihm was Cooles. Für uns. Als gute Freunde und so. I need to get this to Griswold. Yes, we do. Machen wir ja gleich. So, eigentlich suchen wir hier den nicht, aber. Na gut, das sind ja besser zu bekämpfen als der Leuchtende, nehme ich an. Bisher finde ich am allerschlimmsten. Diese Viecher aus den aus dieser Kuh. Oh, sorry. Aus dieser Kuh Level da. Yay! Okay, Frage. Leben oder Treffquote? Beides. Jetzt haben wir Treffquote an 90. Und in der Tat ein bisschen Leben, das vernachlässigen wir auch gerne, kann sein. Ich sollte den bekämpfen, wenn ich voller Leben bin. Das ist dann am Stück, die mich bekämpfen und nicht. Nicht das, dass sich irgendwie regeneriert. Das ist. Das ist meine Theorie. Dass manche regenerieren. Schwieriges Wort. Regenerieren. I have no room. Ah, cool. Kack. So aus wie eine Katana, ne? Japanisches Schwert. Da, hier ist einer. Guten Tag. Und auf Wiedersehen. Nicht. Da ist nochmal das atmende Skin. Ja, das ist der andere. In der Regel diese magische Kreaturen, die geben ganz coole Items her, wenn man die mal tötet. Sind eigentlich im Grunde genommen die einzigen zwei Viecher, die im Leben noch übrig sind. Ne? Ah ne, diese zwei auch. Da war neben dem blauen und weißen. Okay, dann gehen wir einfach ein tiefer. Hier fehlen nur zwei magische, die besuchen wir ja gleich noch. Hallo? Ich hab dich hier gesehen, Emi. Okay, da kommen so viele Vipers, ne? Ja, so viele Vipers wollen wir auch nicht. Eine gefährliche Kurve. Ah,
das gibt es ja nur, dass die andere Seite kommt. So, aha. Bogen hat man ja oft als Viper. Ne, wobei der hatte, die Viper, sie haben ganz viele Waffen in den Händen, das sieht man. So kurze Arme. Oh, das ich nehme mal. Oh, oh, ich habe eine Tür gehört. Moment, 1636. Die Tür ist zwar auf, aber vielleicht. Guck mal. Oh, es gibt auch eventuell. Gibt es in der Tat Leute, die Diablo spielen und sich dann für Bogen entscheiden, so als Hauptwaffe? Weil irgendwie in manchen Situationen ist ganz gut und so, ne? So jetzt. Ich wäre sonst den zurück zum Town gegangen, ne? Weil kein Leben mehr und bla bla. Aber es dauert doppelt so lange oder dreifach eigentlich. Okay. Dann geben wir Griswold, was Griswold gehört. Dann kriegen wir das Team, was mega cool ist. Pass auf. Boom! Oh, I can hardly believe it! This is the Anvil of Fury! Yeah! Good work, my friend! Now, we'll show those bastards that there are no weapons in hell more deadly than those made by men! Take this, and may light protect... Okay. 412 nicht so sehr. Okay. Ganz viel Zeug hier identifizieren. Hello, my friend. Stay a while. 40 Magie. Ah, der Bogen ist ganz gut. Ganz viel zur Genauigkeit. Das ist doof. Okay. Oh. Tja, das ist einfach nicht besonders. 1,6 und 15 zu. Neuigkeit. Ja, ich glaube, das ist ein kleines bisschen besser. Das ist das gleiche, das ist 14. Das ist dasselbe eigentlich. Okay. Wow, what can I do for you? Boom. 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 Okay, ich kann dann zeigen, das hier ist, genau. Ist voll cool. Reparieren mal ein bisschen. Nee, insbesondere das hier ist mega teuer. Ah, okay. Die heißen alle so. Ach, und das hier
Ist egal. Genau, und dann gibt es noch ein Öl-Ding, das die Requirements, die ein Item hat, damit man die nutzen kann, die gehen da unten. Das heißt, wenn man vielleicht 80 Kraft braucht und was Bestimmtes zu nutzen, wendet man das an und dann vielleicht braucht man ein bisschen weniger. Ich weiß gerade nicht, ob das Prozent ist oder absolute Zahl. Na, jetzt haben wir wieder so viel Money, dass wir es hier lassen können. Ab zur Hexe! Mir ist dieses Kind vorhin aufgefallen, Celia. Das ist wahrscheinlich wieder eine von diesen Secret Quests. Da brauchen wir nicht mehr. Mana, Fire Rune, Moon Stuff. Das war's, ne? Ja. Aber machen wir gleich. Also, wir haben das mit der Kuh auch noch nicht gemacht, weil die Viecher einfach so stark sind. Was wir auch machen können jetzt. Nee, machen wir später. Ich wollte sagen, wir haben noch ein Hexer-Dingens leben lassen. Irgendwo hier, aber ich musste den rumsuchen. Das spare ich euch einfach. Dann suchen wir gleich. Jetzt können wir diesen. Okay, den meinte ich nicht. Der da oben kommt. Sehr schön. Wie das Licht sich ändert. Genau, den können wir jetzt machen. Super, eine sehr gute Treffquote. Einmal angepasst, glaube ich. Ah, zweimal schon. Ah, jetzt hat er Angst. Ja, ich glaube, mit Sitzen regeneriert er. Oder versucht er. Deswegen macht er das ja. Ich weiß nicht, ob der das schafft, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ob nur kurz sitzen hilft. Sonst müssen wir ja dann das mal kommen. Ja, weil wenn er sich hier gesetzt hat und wieder voll ist. Das ist schlecht, ne? Ne, dachte ich mir. Ist eigentlich das gleiche Prinzip wie der Priester, ne? Also da man den nicht mit ein, zwei Schlägen töten kann und man ihn sehr selten trifft, dann schieben sie sich das Leben wieder hoch. Eine Livebar wäre ganz gut gewesen. Sonst ist das Spiel ganz cool. Hier, ne? Monster-Counter wäre auch ganz gut. Hier leben noch 3 von 10. Von 100 wahrscheinlich. Level 11. Okay. Die Vipers gibt es auch in StarCraft 2.
glaube, Legacy of the Void. Da. Okay, grüne Viper mag ich immer nicht. I cannot carry anymore. Nein, nicht noch mehr. Das war ein relativ doofer Move. Bei diesen sind es 15. Dann erfahren wir mehr über die. Diese majestätische Kreatur. Okay, die ist immune to magic. Aber ist okay, die nutzt keine Magic. Auf Melee Combat. Na, der Ach ist neben I. Boom. Okay, gehen wir hier weiter unten gucken, weil wir müssen eh danach nach oben, weil da die Treppe ist. Insofern können wir es. Mal hier gucken. Ich meine die Erfahrung. Immer 100.000, wenn man guckt. Okay. Hab nicht gesehen, ob das magisch war. Vermutlich nicht. Ah, hier waren wir schon mal. Ist einfach ganz stark gegen entschieden.
Olle. Mein Mana weggegangen. Ah, okay, ich wollte jetzt zurück zur Tür und sowas alles. Aber ich habe keinen Bogen. Ah, wir können die Tür aber nutzen, ne? Die Schule, alte Zeiten. Okay, ich schätze, weil so wir können eigentlich. Brillant. Sechzig Goldpiezas. Oh Mann. Oh, jetzt habe ich meinen Mana verloren und ich habe kein Portal. Ja, mit Umschalt zu kämpfen ist eigentlich ein bisschen schwierig, weil ich muss Umschalt loslassen und was zu trinken, weil sonst macht er Aufrufezeichen oder so, ne? Anstatt die Nummer 1 zum Beispiel. Ja, ich weiß es, was ist. Waren aber längst nicht alle, ne? Es sah sehr viel aus hier. Sehr viel Zufall, ne? Dann habe ich 5-mal versucht zu schlagen, dann nochmal 2-mal war der tot. Okay. Nein! Ich bin ein bisschen doof da gefällt. Okay. Nimm das mal. Not enough mana. Ah. Jetzt haben wir schon unsere Escape Route. Boah! Komm, den einen können wir noch. Ah! Okay. Dann up to town funk. Dann funk you up. So Kids, ich mach was gemacht werden muss und wir sehen uns in der nächsten Folge.